Für die Nara Zunft-Cha, die heuer ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ist der Kindermaskenball ein wichtiges Standbein. Dass der Kindermaskenball aber nicht nur bei den Schanern brutal beliebt ist, hat man an den zahlreichen erschienenen Fasnichtsputzi aus dem ganzen Land gesehen. Ich bin als Cowboy verkleidet, weil es mir Spass macht. Ich bin da, weil ich Spass habe und weil mir halt das hier da gefällt. Weil ich Wellen habe und weil es mir hier Spass macht. Zum Fasnacht feiern, zum den Winter vertreiben, also alles, was zur Fasnacht gehört. Wir haben Fangendis gespielt und haben uns mit Konfetti angeworfen. Wir haben noch gestern um 10 Uhr Wendli geneigt und so weiter. Und dann haben wir noch getrunken, also wie eigentlich noch, also ja. Das, was jedes Jahr passiert. Zu welchen bin ich böse und zu welchen lieb? Der Höhepunkt für Schaner Fasnicht war der gestrige Umzug. Fussgruppen, Guckenmusiker und aufwendig gestaltete Wege haben auch dieses Jahr wieder für eine farbenfrohe, ausgelassene und fröhliche Umzugsstimmung gesorgt. Über 2000 Leute haben mitgewirkt und es begeistert gewesen. Ich finde es immer wieder lustig. Ich bin eine sehr begeisterte, ehemalige Fasnächtlerin. Ich habe sehr viele Bälle teilgenommen, also Maskenbälle, auch Preis gewonnen. Nachher war ich bei der Guckenmusik, bei den Röfischrenzer. Es war eine ungeheuer tolle Zeit. Mir hat es jahrelang noch gekropft, wenn ich die Guckenmusik gehört habe. Jetzt geniesse ich die Guckenmusik am meisten für ganze Fasnacht immer noch, aber auch alles drum und dran.